Ach, allzu lange hat es jetzt nicht gedauert. Nur 3 Folgen. Shit, ich nehme schon wieder fast etwa eine Dreiviertelstunde auf. Krass. Ja, ziemlich genau. Meine Güte, hat länger gedauert, als man denkt, aber wenn man so spielt, dann vergeht die Zeit einfach so. Ah, ich denke mal doch, die Mauer für die Dorfbewohner fange ich dann doch trotzdem an. Obwohl, ich hätte dafür auch gerne noch so ein bisschen Holz, also so ein Holz, wegen Akzenten, damit ich ein paar Akzente setzen kann. Na, mal gucken. Mal gucken. So, da ist noch alles voll. Da auch noch. Gut. Und mal die da rein. Da. Die Redstone-Fackeln weg damit. Ein paar normale Fackeln brauche ich. Da kommt das Gezuppel rein. Erde werfen wir da hinein. Ich gucke mal lieber nochmal oben nach, ob die Kiste schon noch voll ist oder so. Ne? Nehmen wir uns mal. Huch da. Und ein Stack Sticks. Naja, fast. Ach, ein halbes Stack Fackeln wird, glaube ich, auch erstmal reichen. Abgesehen davon, dass ich noch ein ganzes Stack mit habe. Meine Güte. Inventory Tweaks macht mich schon fertig. So, was wollte ich noch mitnehmen? Ein Eimer muss ich leider mitnehmen. Aber auch. Nein. Ne, warte, wo waren Lehm und Ziegel da, ne? Sehr gut, eins haben wir noch mindestens. So, ein Eimerchen. Jetzt habe ich alles zusammen, ne? Obwohl, warte mal, habe ich noch eine Redstone-Lampe? Eine brauche ich noch. Ah, eine kann ich noch schnell basteln. 1, 2, 3, 4. So. Gut, dann habe ich jetzt alles zusammen gesammelt. Lauf schnell dahin. Mach den Rest noch fertig. Und dann baue ich mal ums Dörflein eine Mauer. Mal gucken. Also fällt erst ein paar Bäumchen, dann baue ich die Mauer. Und leuchtet alles schön aus. Also und. Du störst mich schon die ganze Zeit scharf. Wie viele Kühe habe ich denn da hinten? 8 dann war. Ich glaube 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mal gucken. Lila Schaf, bleibst du mal drin. Ich muss dich nicht. Ich will dich nicht töten müssen. So. Falls ich mich mit den Kühen nicht verzählt habe, aber ich dachte, ich müsste 8 sein. Du und du. Du und du. Du und du. Und du und du. Passt gut. Jetzt soll ich noch schnell meine Erfahrung. Ja. Wenn man Tieren zuguckt, kann man eine Erfahrung gewinnen. Das will uns Minecraft damit sagen. Na nee. Aber nee, danke. So. Da, das dahin und da eine Lampe drauf. So. Ich denke mal, verkabelt habe ich das alles schon. Wäre komisch, wenn nicht eigentlich. So. Tür auf. Hinein. Und hinunter. Eigentlich hätte ich hier in der Mitte einen Fallschacht bauen können. Obwohl, wäre vielleicht doch teilweise etwas riskant. Dann könnte ich ja mal irgendwie zwischendurch auf den Treppen aufkommen. Mein Lava-Eimer. So. Der kommt jetzt schön dahin. Dann Abfall-Eimer hat. Jetzt noch schnell ein paar Fäckelchen hier und da. Da zum Beispiel. Hier mal schön gegenüberliegend machen wir das mal. Wie viel sind denn das? 1, 2, 3, 4. Machen wir einfach mal.
nicht fast jede Trippen, na egal. So, da noch einer hin. So, was aufgeht, ist es da. Ach, jetzt sind sie da schon. Oh, habe ich jetzt wieder zugemacht. Müssen die eigentlich Schaden gekriegt haben, na egal. Mal sehen, kommt die Erfahrung ein bisschen runter? Ich glaube schon, ne? Ja. Machen wir mal Licht wieder an. Warten wir noch, bis die Zombies hier rauskommen. Oh, fällt da so ein brennender Zombie auf mir drauf, ey. Gut. Siehst du, dann kannst du es einfach so verbrennen, da, zack. Fertig. Jetzt verzauber ich mir eine Spitzhacke. Mahaha. Und hoffe halt, dass ich da Glück drauf kriege. Ich kann auch Bücher verzaubern. Könnte ich genauso machen, ja. Ach, jetzt habe ich keine 6 Glasscheiben mitgenommen. Na gut, wenn ich jetzt sowieso dann hier noch eine Dorfummauerung baue, dann wird sich das schon irgendwie geben. Allerdings werde ich da, weil hier noch was Pistons bauen. Damit ich dann zum Beispiel, ja, das kann ich mit Tageslicht dann so machen, also dass dann nachts halt quasi vor den Eingang vorne ein Zaun hochgefahren kommt, mit einem normalen, ja doch, mit dem Zaun geht's halt, weil wir dann, weil die Viecher da ja nicht drüber kommen, außer Spinnen, aber ich glaube Spinnen greifen ja nicht unbedingt die Dorfbewohner an, da geht das eigentlich, geht ja eigentlich nur darum, die Zombies fernzuhalten, ich glaube, die sind ja die bösen Feinde. Okay. Essen. Türe zu. Es wird nämlich langsam nachts. So. Und Sticks brauche ich trotzdem noch. Hätte ich gleich noch welche bauen können. Einmal weg. Holz her. Das ist Truppenholz. Naja. Ah, Fichtenholz. Ich meine, 52 ist ja gar nicht mal so wenig. Aber auch noch was, das brauche ich sonst ja auch nicht wirklich. Sieht zwar ganz cool aus. Werde ich bestimmt auch noch mal irgendwann verwenden, aber jetzt gerade nicht so. Und wenn, dann baue ich mir schnell was an. Da. So. Die zwei Sticks packe ich auch mal schnell wieder weg. Schnell, schnell weg. Weg, so. Und dann mal abverzaubern. 1, 2, 3. Und da ist Haltbarkeit 3 und Effizienz 3 drauf. Ja, jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe, aber auch nicht so schlimm. Ich denke, langsam kann ich auch pennen gehen. Das ist halt die gleiche wie nur ohne Behutsamkeit. Wenn ich die zusammenpacke, hat die bestimmt Haltbarkeit 3 und Effizienz 4. Aber es lohnt sich nicht. Huch. Da habe ich wohl aus Versehen W geschrieben. Na, nicht so schlimm. So, ich nehme einmal das Holz mit. Für 2 brauche ich denn, ich glaube 5. Nehmen wir lieber mal ein bisschen mehr mit. Man kann nie wissen, wie man die brauchen kann. Und dann brauche ich davon die ganzen Steine. Stufen können wir auch mitnehmen. Kann ich da drin den Weg ja so auspflastern. Vielleicht auch etwas verschwenderisch, aber egal. Jetzt nehmen wir mal so, also ein Tagessichtsensor reicht, glaube ich. Und nehmen wir mal alle mit. Weißt du, was wir noch bauen wollen? Pistons, das da, Peter. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Repeater. Ja, glaube ich, besser. Ich muss gucken, wie ich die Pistons alle befeuern kann, aber ich glaube, ich brauche noch Repeater. Na gut. Ja, Redstone fackeln gleich mit. Wenn nicht, kann ich ja immer noch in das Häuschen da hinten gehen und mir ein paar Steinchen und so holen. Und schnell welche bauen. So, aber ich nehme erstmal noch die Axt in die Hand. Was hat die eigentlich? Effizienz 1, Haltbarkeit 1. Ich glaube, die habe ich nicht mit Level 30 verzaubert, war. Oder ich die mit Büchern verzaubert? Ach, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Also eigentlich nicht, sehr egal. So, Bäumchen, Bäumchen. Ich gehe jetzt einfach mit der Axt durch und auch wenn es wieder voll die Axtverschwendung ist, ich weiß. Aber trotzdem. So, hier unten sind bald alle Setzlinge abgeaxtet. Gearbeitet. Und dann bauen wir mal hier schön weiter.
Mein Holz, alles mein Holz. Großer Baum ist ja allerdings nicht mehr erwachsen, vielleicht weil keine Setzlinge mehr zusammenstehen oder weil die halt alle zusammenstehen, so im Schatten stehen, könnte sein. Nicht so schlimm, ich denke, da wird sich irgendwann bald nochmal einer erheben. So. Gib mir das Holz. Boah, jetzt liegt das da drauf, oder was? Geht doch, danke. So wollte ich das. Und weiter geht's. Ja, mit der Timber ist das halt doch um einiges angenehmer gewesen, aber kann man nichts machen. Ich meine, gut, könnte man schon, aber ich habe keinen Bock jetzt auf die, auf eine andere Version zu upgraden, da ich gerade so glücklich über den Shader bin. Ich sagen muss, dass er wirklich immer, also immer wieder muss ich sagen, ich finde einfach awesome. Vor allem, wie der gerade so aussieht. Oh. Shader an sich mag ich ja sowieso schon. Der ist einfach gerade richtig schön. Und cool. Und Premium und alles. Und so. Bestimmt. Und ich habe vorhin auch mal im Kreativmodus im Inventar gesehen, wie viele Blumen es gibt. Ja, das ist ja voll heftig. Also jetzt. Ja, dass es in der realen Welt richtig viele Blumen gibt, das ist mir klar. Aber das wollte ich damit nicht sagen, sondern halt jetzt hier auch in Minecraft, dass da ein paar mehr implementiert wurden. Finde ich ganz cool. Aber irgendwo sollte ich nochmal so eine richtige Baumplantage basteln. Dann nehmen wir uns jetzt noch hier ein paar Setzlinge mit. Machen wir gleich mal aus dem da einen eventuell großen Baum. Wenn wir nachher da richtig schön abernten können. Es ist halt nur schade, dass man dann wie nicht so wie bei den Dschungelbäumen ganz einfach hochklettern kann. Und das kann man auch verschmerzen, ich zumindest. So. Und die Mauer bei den Dorfbewohnern muss weder also zweiwändig sein, zweiwandig. Dünnwandig, so wie sie so ist, reicht dann auch. So. Die Wege, ja, ich weiß nicht, ob ich die Wege nochmal extra auspflastern werde. Auf jeden Fall kommt die Mauer hier so hin. Machen wir 1, 2, 3, 4, 5. Einfach im 5er Abstand. 1, 2, 3, 4, 5. Und so zum Beispiel nicht. Wie hoch die denn wird, keine Ahnung, mal gucken. 4, 5 Blocks. 1, 2, 3, 4, 5. Das sollte, denke ich, mal reichen. 1, 2, 3, 4, 5. Huiuiui. Nein, verdammt. Ich bräuchte hier noch ein bisschen Erde. Aber die kann man sich mal schnell irgendwo schnappen. Auch ohne Schaufel. Das kleine Stück hier oben abzutragen sollte, glaube ich, noch gehen. Auch wenn es ein bisschen dauert, aber naja. Was soll's. So, dann gucke ich auch gleich nochmal, ob es noch ein paar Dorfbewohner gibt. Ein bisschen Glück, ja. Wie ich mein Glück kenne, wahrscheinlich nein. An sich muss ich dann beim Dorf einiges ausstoppen, wa? Das ist ja doch ein bisschen hügelig. Es geht noch einigermaßen, aber trotzdem ein bisschen ist schon. Aber okay, mal sehen, wie spät haben wir es gerade. Na gut, ein Stündchen muss ich noch. So in etwa. Aber gut. Aber immerhin habe ich jetzt auch schon meine eigenen Untertanen. Vielleicht werde ich die Häuser auch noch ein bisschen umändern. Ich mache ja beim Dach eigentlich immer einen Überstand. Das habe ich anfangs nicht gemacht, aber mittlerweile, wenn ich mir so meine ganz anfangs Bauten angucke, ich glaube, bei den meisten habe ich dann sogar noch überarbeitet. Ich finde irgendwie, da muss immer ein Überstand sein beim Dach. Zumindest so ein bisschen. Aber naja. Ist ja nicht so schlimm, wenn nicht ist. Nicht so schön, aber nicht so schlimm. So viel Erde ist es jetzt zwar nicht, aber vielleicht wird es erstmal reichen, um da ein paar Löcher oberflächlich zu stopfen. Ich habe jetzt keinen Bock, da massiv auszubauen. Dann muss ich einfach nochmal ins Lager laufen und ein bisschen Erde holen, da habe ich keine Lust drauf.